Gegen Abend verlassen wir Hanoi und nähern uns Zentralvietnam mit einem kurzen Flug in die Kaiserstadt Hue, die wir an den folgenden 2 Tagen besichtigen werden. Nach einer angenehmen Nacht in unserem zentral gelegenen Hotel besuchen wir zunächst den Kaiserpalast, die zweifellos größte Sehenswürdigkeit in der ehemaligen Kaiserstadt Hue. Von 1802 bis 1945 residierten hier die vietnamesischen Kaiser und machten den Ort zur Hauptstadt Vietnams. Umgeben wird die gesamte Anlage von der Zitadelle, einer 10 Kilometer langen und 21 Meter dicken Befestigungsmauer. Die Palastanlage selbst betritt man durch das sogenannte Mittagstor, welches im Stil des gleichnamigen Bauwerks in Peking errichtet wurde. Von hier aus unternehmen wir einen ausführlichen Rundgang durch die zahlreichen Pavillons, Gärten und Tempel in den äußeren Bereichen und betreten schließlich die purpurne verbotene Stadt, die ausschließlich dem Kaiser und seinem Gefolge vorbehalten war. Über einen Damm passiert man zunächst 2 quadratische Teiche und erreicht danach die Halle der höchsten Harmonie, wo früher offizielle Zeremonien stattfanden. Bemerkenswert ist hier vor allem das mit Drachen, den Symbolen der kaiserlichen Macht, geschmückte Paralleldach. Durch dekorative Tore gelangt man zu den sehenswerten Gartenanlagen und Pavillons der Außenbereiche. Ebenfalls im äußeren westlichen Bereich befindet sich der große Temyeo-Tempel, das zentrale Heiligtum für die Verehrung der Nguyen-Kaiser. Neun dynastische Urnen aus Bronze, die mit Landschaftsmotiven und Fabelwesen reichhaltig verziert sind, hat man hier den diversen Herrschern gewidmet. Etwas weiter nördlich lebten im Palast des langen Lebens bzw. im Palast der Ewigkeit Großmutter und Mutter des Herrschers. Kunstvoll gestaltete Gänge führen in den ursprünglich verbotenen Bereich des Palastes, der vor allem dem Kaiser und seinen über 100 Konkubinen vorbehalten war. Das kaiserliche Theater diente der kulturellen Erbauung des Herrschers und wurde inzwischen komplett wiederhergestellt. Letzte Station unseres Rundgangs ist das reich verzierte Osttor Hien Non, durch welches wir den Kaiserpalast wieder verlassen.
Nächste Station unserer Stadtbesichtigung ist der unweit des Kaiserpalastes befindliche Dongba-Markt, der vor allem aus atmosphärischen Gründen sehenswert ist. Vom Markt aus überqueren wir nun den durch den Ort verlaufenden sogenannten Parfümfluss, um eines der hier bereitstehenden Drachenboote zu besteigen, die interessierte Touristen in aussichtsreicher Fahrt zur Tianmu-Pagode, einem weiteren Wahrzeichen der Stadt, befördern. Es wird angenommen, dass der Name Parfümfluss oder Fluss der Wohlgerüche von den Blüten stammt, die im Frühjahr auf dem Fluss treiben. Ein weiterer Erklärungsversuch bezieht sich auf den Transport von angenehm riechenden Edelhölzern, die früher auf dem Fluss transportiert wurden. Nun nähern wir uns der Anlegestelle, die uns direkt zur Tianmu-Pagode führt. Auffällig ist der achteckige, 21 Meter hohe Turm am Eingang der Tempelanlage, wobei insgesamt 7 Stockwerke die 7 Reinkarnationsstufen Buddhas symbolisieren. Eine Steinstele auf dem Rücken einer großen Schildkröte erzählt die Geschichte der Legende, der zufolge dem Ort magische Kräfte zugeschrieben werden. Des Weiteren umfasst die Anlage gepflegte Gärten sowie ein buddhistisches Kloster. Nach einer angemessenen Ruhepause genießen wir die nächtliche Atmosphäre der Stadt. Am Vormittag des Folgetages besuchen wir noch eine südlich außerhalb des Stadtzentrums gelegene Sehenswürdigkeit, das Kaisergrab von Kai Din. Wir verlassen das Stadtzentrum und erreichen bereits nach kurzer Fahrt die kaiserliche Grabstätte, deren Bau von Kai Din selbst begonnen und 1931 von seinem Sohn und Nachfolger beendet wurde. Auf der ersten Ebene befindet sich eine Ehrenhalle sowie mehrere Reihen mit Statuen von Mandarinen. Wenige Jahre vor seinem Tod besuchte der Kaiser Frankreich, weshalb das aufwendig verzierte Mausoleum auf der obersten Ebene wie eine Melange aus neobarockem Anwesen und vietnamesischem Palast wirkt. Besonders bemerkenswert ist das Innere, wo man von einem Vorraum aus die Ehrenhalle erreicht, in der eine in Frankreich gefertigte, vergoldete Statue des Herrschers in Lebensgröße auf ihrem Thron sitzt. Spiegel, Keramikscherben und bunte Mosaike bilden vollendete Halbreliefs, die als Meisterwerke der vietnamesischen Handwerkskunst des 20. Jahrhunderts gelten. Nach dem Verlassen des beeindruckenden Innenraums werfen wir nochmals einen letzten Blick auf das perfekt in die grüne Hügellandschaft integrierte Grabmal.
Unsere Tour durch Zentralvietnam setzt sich nun von den Kaisergräbern aus in südöstlicher Richtung fort. Über den nördlich von Da Nang gelegenen Wolkenpass erreichen wir am späteren Nachmittag die touristisch bedeutsame Stadt Hoi An, unseren Aufenthaltsort für die folgenden 2 Tage. Nach einer kurzweiligen Fahrt durch die interessante Landschaft erreichen wir zunächst die Küste mit ihren weitläufigen Sandstränden. Zwischen unserem Standpunkt am Meer und der südlich davon gelegenen Stadt Da Nang liegt ein 500 Meter hoher Bergrücken, der sich seit 2005 durch einen Tunnel durchqueren lässt. Touristisch deutlich interessanter und aussichtsreicher ist dagegen unsere Tour über den sogenannten Wolkenpass, der gleichzeitig die von 1945 bis 1976 bedeutsame Grenze zwischen Nord- und Südvietnam bildet. Danach geht es wieder hinab nach Da Nang, wo wir mit dem Besuch der Marmorberge einen hochinteressanten Zwischenstopp einlegen. Nachdem wir nochmals einen Blick zurück auf die vielbefahrene Tunneleinfahrt geworfen haben, geht es nun deutlich verkehrsärmer, aber kurvenreich hinauf auf die Passhöhe. Dem Namen Wolkenpass gemäß herrscht hier häufig Nebel, wovon wir jedoch verschont bleiben, sodass wir von der Passhöhe aus einen windigen, aber ungetrübten Blick auf die südliche Küste werfen können. Während der Talfahrt ergeben sich hierfür weitere Gelegenheiten. Danach durchqueren wir rasch die Stadt Da Nang und erreichen bald die sogenannten Marmorberge, 5 steil aus der Ebene aufragende bewaldete Marmor- und Kalksteinfelsen. Wegen der überaus reizvollen Vegetation wählen wir nicht den vorhandenen Aufzug, sondern den absolut lohnenden, wenn auch schweißtreibenden Aufstieg über die steilen Steinstufen. Oben angelangt, erreichen wir eine buddhistische Pilgerstätte allerersten Ranges. Tempelanlagen, Vegetation und verschiedene Höhlen bilden hier eine einmalige Symbiose und veranlassen uns zu ehrfürchtigem Staunen. Mit einem letzten kurzen Aufstieg erreichen wir einen schönen Aussichtspunkt auf die reizvolle Umgebung. Danach geht es wiederum steil hinunter in die Ebene. Unten angekommen gilt unser Interesse der traditionell hier beheimateten Marmorverarbeitung. Nun trennen uns nur noch wenige Fahrkilometer von unserem Hotel in Hoi An, das für einen entspannten Tagesausklang wie geschaffen ist.
Ein erster nächtlicher Bummel endete in einem nicht nur atmosphärisch äußerst vielversprechenden Restaurant.